Oder du hast hier sowas im Ohr gehabt mal, ne? Also ist er ausgefallen. Ausgefallen? Bei Schlägerei, ne? Nee, vielleicht beim Spaß mit Frau. Ne? Ah ja? Und ihr Lieben! Und schön, dass ihr am Start seid. Heute aus dem Auto raus. Wir werden uns heute so maximal krass Krog reinflöten. Und Ahmed hat das so richtig schön gesagt eben. Die nervt dich die ganzen Wochen schon mit Krog, ne? Ja, Mann. Er hat richtig Bock drauf. Ja, ich hab so Bock auf Krog. Ich werde jetzt einfach mal öfter auf mein Herz hören und werde einfach das fressen, wo ich Bock drauf habe. Dazu gibt's eine fette Krog-Tour. Wir werden uns so dick den Cocky reinschieben und es gibt maximal heftige Vorschläge von euch. Ich hoffe, ihr habt geile Vorschläge gemacht. Die werden wir uns ballern und gucken, ob ihr recht behaltet, ob die Dinger geil sind. Fühlt ihr uns hin, Alter. Wir sind am Arsch der Welt. Ich wollte nach Hamburg. Er schreibt Hamburg rein. Wenn der nicht schmeckt, Alter. Aber er hat hochgepriesen. Oh, da ist ein Blitzer, Alter. Ich habe ihn gesehen. Es war ein Mobiler und ich habe ihn gesehen, Alter. Ja. Wenn ihr mal in Hamburg seid, also Umgebung meint er so mäßig, dann fahrt mal nach Langenhorn. So, zum einen, Leute, ich habe ein neues Mikro gleich auf meiner Kamera. Würde mich freuen, wenn ihr sagt, ob ihr irgendwas gemerkt habt. Zum anderen, wieder Kommentar reinknallt. Irgendwas, ihr wisst, ich teste inzwischen wirklich alles. Und den 50-Euro-Gutschein, den gibt es auch natürlich am Start. Irgendwas in den Kommentaren, egal welches, pinne ich an. Lasst den Daumen oben glühen, aber sowas von. Und jetzt werden wir zum Krokodil rübergehen und werden uns dicken Krog reinfetzen. Und wenn er sich nicht gewaschen hat, dann wird er das Kommentar geschrieben hat, aber ordentlich heil auf den Deckel kriegen. Also für euch auch schon mal, wir sind nicht angemeldet, gar nichts. Alles auf Freestyle vorbei. Vielleicht können wir drinnen filmen, vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Also entweder wir stehen hier gleich mit einem Krog in der Hand oder wir filmen drin. Mal gucken. Leute, ich bin hier mit Kim am Start. Grüß dich erstmal, ne? Wir werden heute, Kim, den besten Krog in Hamburg grillen. Das ist unsere Mission. Und wir haben anhand von Zuschauern, die haben die krassesten Empfehlungen rausgehauen und deshalb wird der Beste in Hamburg gekrönt. Und dein Chef hat eben schon gesagt, ihr macht alles selber. Also das Brot ist vom Bäcker, aber nach eigenem Rezept, nicht irgendwie Metroware. Die Soßen auch selber. Ganz wichtig zu erwähnen, wir sollen beide Soßen bestellen. Und wir werden, weißt du, was wir machen werden? Wir werden uns dicken Krog reinflöten mit Salami. Paris. Wir nehmen eine normale Größe, halbiert und eine mit der einen Soße, die andere mit der anderen. Weil der Chef sagt, dass es muss. Wenn Ahmed, der blendet alles aus wie ein Fußball auf dem Fußballfeld. Ne, Ahmed? Kiss dich. Eins sage ich euch schon mal, und das ist Fakt, bei Krog ist es nicht so wie bei Döner. Bei Döner muss das Fleisch trumpfen. Nach Möglichkeit so gutes Fleisch, sogar keine Soße brauchst. Krog lebt von Soße. Da muss eine geile Soße drauf. So haben wir es auch gemacht. Wir haben eins jetzt mit der einen Soße, eins mit der anderen Soße. Kimi, ich habe ein bisschen hier auf dem Boden gekleckert, aber ne? Okay, sorry. Kimi ist cool drauf. Die hat uns hier ein gutes Video beschert bisher. Ganz knusprig. Muss man einfach sagen. Ich habe hier schön dick Salat. Und die Salami. Bäckerware, ausgewähltes Rezept. Viele machen schon den Fehler beim Krog am Anfang, dünn belegt. Beiß da rein, hast du Brot in der Fresse. Das hier ist schön dick belegt, schön knusprig. Süßliche Soße. Das ist das erste Feeling bei dem Krog. Und das ist schön, sage ich euch. Das ist gut. Ist so ein Weizenflavor. Gesundheitlich mag man mit, sagen dazu, was man will. Aber Geschmack ist natürlich top. Und durch diesen dicken Salat, dieses dicke Kraut, gibt das irgendwie noch gutes Gewissen. Hat diese Frische mit drin auf den Punkt gebracht, Leute. Geiles Brot, gut passende Soßen. Kein riesen Tamtam, irgendwie Cocktail, sonst was, Knoblauch, das Remoulade, dezente Salami, gute Zutatenauswahl. Nicht das beste Krog meines Lebens, aber ein sehr gutes Krog. Gebe ich 8 Punkte. Ist nichts Verkehrtes, dann kannst du richtig geil gehen. Wir haben 8 von 10 Punkten gewählt, beziehungsweise ich. Ganz stabiler Krog. Also hat sehr gut geschmeckt, das wollte ich nur kurz gesagt haben. Freust du dich?
Ja, ist echt gut, hast du gut gemacht, Mann. Kannst du den Chef, kannst du ein Lob aussprechen von mir? Also es geht zur nächsten Station. Nachher geht's auch noch zur absoluten Top-Empfehlung. Etliche Kommentare, auch der eine Typ Jan heißt er, glaube ich. Der ist durchgedreht. In jedem Video, ich gucke ja mal durch, was habt ihr empfohlen, wo, welche Videos, gehe ich alle durch. In jedem Video, auch teilweise 2-3 Mal hat der reingeballert. Jan, wenn dieser Cock nicht schmeckt beim Alfons, dann bist du echt, also dann hast du, weiß ich nicht, was mit dir los ist. Aber wir fahren erstmal zu La Familia. Auch eine schöne Empfehlung, wie ich hoffe. Und gucken, was da der Cock sagt. Let's go. Sag ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, was aus der Welt geworden ist. Ich konnte ehrlich nicht mal eine Quittung abdingsen, um das in meinen Steuern einzureichen. Den ehrlichen Steuernzahlern wird nichts gegönnt hier, Mann. Ja, das ist was aus der Menschheit rausgemacht wird, ne? Ja, die werden übers Ohr gehauen, sag ich dir so wie es ist. Es wird keine Parkplätze gebaut, aber was gebaut wird auch, ist sehr, sehr extrem teuer. Ne? Was hat die Menschen davon? Psychische Erkrankung. Ist so. Ja? Oh, zeig mal, Bruder, du hast hier sowas im Ohr gehabt mal, ne? Also ist er rausgefallen. Rausgefallen? Bei Schlägerei, ne? Nee, das wird, vielleicht beim Spaß mit Frau. Ne? Ah ja? Handschellen haben nicht mehr gelangt, Jungs. So ein geiler Typ, ich sag euch, übertrieben geiler Typ. Den hat er uns empfohlen, Ahmed. Ich liebe das, wenn ihr mich ansprecht, mir irgendwelche Tipps gibt. Wobei, eigentlich habe ich ihn angesprochen. Und wir sind am Start, Leute. So viel kann ich sagen. Die Aufmachung von außen, das Croque von oben sieht gut aus. Das sieht nach Franzose aus. Mutti steht am Tresen. Gib mir ihre Mutti-Power mit aufs Croque. So muss es sein. Also pass auf, Leute. Wir werden hier jetzt erstmal den Croque testen. Guckt euch die Location an. Das spricht für sich. Was haben wir denn hier Schönes? Lecker. Ist das ein schönes Weizenbaguette, ne? Genau. Hausgemacht oder vom Bäcker bestellt? Vom Bäcker. Vom Bäcker, ne? Sieht edel aus. So Leute, was nehmen wir denn hier jetzt? Was nehmen wir denn hier Schönes, sag mal? Ich weiß das nicht so. Eine kleine Herausforderung für die Chefin brauchen wir. Dann nehmen wir Sucuk. Es ist, die Wahl ist getroffen. Ich einmal das Salami-Krok in klein. Das Sucuk. Soße Knoblauch bitte. Und Ahmed, was nimmst du? Ich nehme das Pastrami 2. Wir sehen uns gleich beim Krok. Also Leute, lange Reihe. Die Mona sagt eben, die braucht Personal. Also wenn ihr ein gutes Krok belegen könnt, Bock habt auf eine hübsche und sympathische Chefin, meldet euch bei der Mona hier. Lange Reihe. Ich sag euch ehrlich, hätte ich gewusst, dass die Pastrami so geil aussieht, die ist ja mit Pfefferpanade oder so, mit Marinade ist sie. Der muss ich mal einmal probieren von dir, Ahmed. Oh, das sieht aus, Mona, das ist ein Träumchen. Oh, geil. Das ist wie so ein kleiner Junge, kennst du die bei der Fleischtheke? Die ganze Zeit geiern, ne? Oh, geil. Was Qualitätsauswahl angeht, hat Mona das auf dem Kasten, sage ich jetzt schon mal. Kannst ja nicht irgendein Produkt nehmen, das schmeckt schon mal heftig. Leute, euch zuliebe setze ich mich auf so ein unbequemen Holzdings, weil die viele rumgeheult haben, dass ich im Stehen esse. Ich schwör's, ich kann nicht auf diesem Ding sitzen. Schönes Sandwich. Eine Special Soße soll oben drauf sein. Was das ist das Sucuk. Okay, bin gespannt. Habt ihr dicken, scharfen Peperonis drauf genommen? Schön Schafskäse auch noch drin. Ja, die kleinen Schafskäse drin. Sucuk. Knoblauchsoße auf die Knoblauchwurst noch drauf. Also unter uns, ne? Egal was du machst, wenn du Sucuk drauf haust. Keine Ahnung, das ist so ein Zauber, der aufs Essen gelegt wird. Dann schmeckt es automatisch meistens gut. Das ist so eine wild, heftige, fantastische Soße. Diese Kombi aus dem Schafskäse, Peperoni und der Sucuk ist ja sowieso schon füreinander geschaffen auf dieser Welt. Aber das mit dieser Soße, die ich nicht genau deuten kann, ihre Special-Soße, das ist Geschmacksexplosion. Das ist richtig krank. Ich schwöre euch, das ist abgrundtief krank. Und das ist so intensiv, ich sage es euch, und verrückterweise kurz vor der Grenze zu intensiv. Genau an der Grenze, genau richtig, wo du denkst, boom! Ich werde jetzt das Pastrami noch einmal testen. Kompletter Gegensatz. Mild, weich, wie eine Wolke. Das ist so ein Kontrast. Du gehst erst das eine holen, gehst in irgendeinen heftigen Fastfoodladen, bam, kriegst du dieses Sucuk, Geschmacksexplosion, gehst hier rein, machst die Augen zu, bist auf einmal beim Fleischer um die Ecke, wo du einfach ein Baguette kriegst, Fleisch aus dem Fleischertresen und ein bisschen Remoulade oder ein bisschen Knoblauchsoße drauf. Ganz krank der Unterschied. Um den Krogkönig aus Hamburg zu gönnen,
zu krönen, gibt es für diesen Laden erst am Ende die Bewertung, denn wir fahren jetzt zu Alfons, der absolut gehypt ist von euch. Und wenn wir vorläufig erstmal den Krogkönig aus Hamburg krönen, gibt noch ein, zwei andere Kandidaten, aber die waren sehr vielversprechend. Vorläufig den König aus Hamburg, der erstmal gefällt werden muss. Was haben wir hier schon wieder für Scheiße, Mann? Wir fahren erstmal weiter, die Punkte kriegen wir nachher. Denn jetzt gibt es eine zweite Bauchtasche mit Feuchttüchern, mit Servietten, mit allem drum und dran, nochmal Wasser zum Waschen und so. Wir sauen uns immer so krass ein, das glaubt ihr nicht. Schlachtfeld. Wir wurden wieder verarscht. Die haben gar keinen Kuchen. Aber naja, egal. Lassen wir die Aussage von vorhin stehen. Da gibt es jetzt doch nur Krog. Ich wollte hier echt den Laden noch testen, wisst ihr? Wir gehen zum letzten Laden, Alfons Krog. Also, wir sind am Start. Alfons Krog, der krasseste Krog überhaupt. Wenn ich euch frage, die Community. Wer hätte nicht gedacht, dass das der Alfons ist? Ne? Mit dem war, wie lange hast du dafür gebraucht, ihn so zu machen? Also ich habe ihn vor 2 Jahren gemacht, es hat 3 Monate gedauert ungefähr. Läufst du auch privat so rum oder nur hier? Okay. Immer. Wie kommt das bei den Frauen an, sei auch ehrlich? Aber ist okay. Kribbelt bei den Frauen, ne? Man redet über ihn. Warum habt ihr hier Maxi-King und so? Achso, das war unsere Krebs. Wir haben da einmal, ne, die ganzen Krebs stehen. Wir haben dann aber nebenbei nochmal so eine Special Edition, das ist noch was, der steht gar nicht auf der Karte, das ist so ein Geheimtipp. Ja. Ne, mit Karamells, frische Sahne, Spekulatiuskeksen. Kannst du uns einen davon und einen mit Maxi-King machen? Auf jeden Fall, Jungs. Oh, auf jeden Fall. Die Soßen sind auch alle selbst gemacht. Das meiste Fleisch und so bereiten wir dann vor. Aber das ist nicht Halal, das ist Schweinebake, ne? Halal ist alles über den Grip. Ah, okay, da kann man dann nicht. Ah, cool, das haben die gut gemacht. Ja, nice. Nimm auch Sucuk 2. Und Hähnchenbrust nehme ich auch noch. Denn die 14, genau, perfekt. Einmal für euch auch einen Eindruck hier von drin. Mal guckt euch das schöne Ding an hier. Sieht schon sehr nice aus. Das ist das Sucuk, das ist das Hähnchenbrust. Guckt mal den Käse hier an. Boah, da läuft das Fett schon raus. Wir nehmen erstmal die Hähnchenbrust. Sehr geil, selbst mariniert. Habe ich direkt gesehen, ist uns ins Auge gefallen. Musste ich kaufen. Puten. Da müssen wir kurz ausblenden. Sie hat sich umgedreht gerade, ich schwör's dir. Erstmal beim Essen, zweitens noch provokant, wenn jemand vorbeigeht. Ey, musst du raus? Nein, nein, musst du nicht. Das Essen wird kalt, aber ich. Das soll der beste Krog aus Hamburg sein. Und erstmal von allen der dickste Apparat. Das ist der erste, wo ich sagen würde, ich esse einen und werde satt. Oh ja, wie giftig hier, 3 verschiedene Soßen. Wild Currysoße. Genauso ein Curry, nimmt folgende Aussage nicht negativ. Wenn du zu Aldi gehst, Lidl Penny, da eine fertig Curry-Mischung nimmst und da dir eine Sahnesoße mit Curry machst oder wie auch immer. Genau diese Currynote ist es. 100%. Wir machen weiter. Ich musste eben einmal zum Auto. Muss ich mein Gesicht waschen. Kranke Nummer, ich sag's euch. Wir snacken noch eben kurz einen Crepe. Dann kriegt ihr die Bewertung vom letzten Krog und dann die Bewertung von dem hier direkt. Entschuldigt die Location, aber das geht hier gerade echt nicht anders. Der hier mit diesem Karamellding und Sahne, Lotus, genau. Das ist mit Maxi King, ne? Maxi King ist, glaube ich, mein Favorit. Der meinte, den hier mit Lotus immer, den hat mit, muss mit Sahne. Ja? Er sagt, du darfst dich einfach so probieren. Okay, ich mach direkt. Das ist schon sehr, sehr krank geil. Also dieses Ding, das ist ja auch von Wingsteven. Sein Lieblings-Cheatmeal ist es, glaube ich. Das ist ein Gegner. Die Sahne macht das noch so richtig weich, wisst ihr? Für dieses Ding stehe ich mit meinem Namen. Wenn ich meinen Namen draufdrucken lassen. Ganz krankes Ding. Oh ja. Und der ist auch geil. Ja, klar. Einfach geil. Aber der hier, Leute, den habe ich mich verliebt. Der steht nicht mal auf der Karte. Meint er zu mir. Ach krass, okay. An alle G's. Wenn ihr eine Frau ausführt, die auf Süßes steht, auf süßen Nachtisch,
und ihr auch nur was naschen wollt und ihr bringt sie hierhin, sagt, ihr habt einen Geheimtipp, ist die Dose geöffnet. Da ist die Dose ganz weit offen. Bruder, oh Mann! Aber ich schwör's, wir müssen dir noch einen hiervon holen. Echt? Ich hol dir gleich noch so einen, weil ich muss mich, jetzt hab ich vergessen, ich wollte mir den letzten Biss noch mal so richtig reindenken für die Community. Der Crepe in einem so kurz und knackig schnell beschrieben, wie es geht. Beiß rein, hab diesen Puderzucker außen, der so ein bisschen, hört sich blöd an, aber so sandig, weich, ganz minimales Knusperfeeling, so ganz leicht. Der kriegt diese Karamellnote, getragen von diesem weichen Teig mit der Sahne, die das Ganze abdämpft. Gibt von mir eine 9,7. Eine 9,7. Niemand anders außer Fair hat in seiner Dönerdisziplin, hat in seiner jeweiligen Kategorie, und das ist Kategorie Nachtisch für mich, so eine hohe Punktzahl bekommen. Hier müsst ihr dieses Ding fressen, ich schwör's. Und jetzt kommen wir zur Benotung vom Croc. Erstmal geht's rüber nochmal zum La Familie. Aus dem Herzen heraus. Wir sind zurück bei La Familie. Suchu Croc muss man im Moment wirken lassen. War für mich doch ganz leicht zu intensiv. Hört sich blöd an, aber da war zu viel Boom. Deshalb in Anführungszeichen eine 8,9 von mir. Eine 8,9. Das andere Ding mit dem Pastrami kriegt von mir eine 8,5, weil für mich irgendwie in Hinsicht Baguette war geil, aber irgendwo Standard. Wisst ihr, das war bei beiden so. Und jetzt geht's weiter zum Alfons für die Finalbewertung. So, wir sind hier wieder am Start, Leute. Wir haben ja zum Beispiel einen direkten Vergleich gehabt, auch von den Suchuk, La Familie und hier. Lecker, der Croc. Hier bei Croc Alfons, ganz sicher. Und so viele Leute feiern den. Hier ist eine Schlange, unglaublich. Aber für mich, tatsächlich von allen drei Crocs, für mich der Schwächste. Die waren absolut korrekt, aber für mich waren die Soßen nicht ganz durchdacht, wild zusammengewürfelt. Für mich hat das gewisse Etwas gefehlt. Auch gerade von der Suchuk-Disziplin. Im direkten Vergleich zu La Familie war der hier hinten. Leckerer Croc, kriegen beide von mir 7 Punkte. Deshalb ist er König von Hamburg, La Familie für heute, der Croc-König. Vielleicht gehen wir noch auf eine weitere Runde demnächst. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Lasst mir einen Daumen oben da, einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Und die Glocke an. Bis zum nächsten Mal.